Willkommen zurück hier in unserem DIY-Studio unter dem Motto Believe it yourself, klug ist, wer selber glaubt. Wie sagte schon Walter Matthau, für ein gutes Tischgespräch kommt es nicht so sehr darauf an, was sich auf dem Tisch, sondern wer sich auf den Stühlen befindet. Und das sind bei uns in Zukunft immer interessante Menschen, wie zum Beispiel heute Ralf Brostermann, der in diesem Jahr 2021 seine goldene Konfirmation feiert. Freuen wir uns auf ein erhellendes und inspirierendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Dann sind wir nicht so alleine. Zum Wohl. So, lieber Ralf, dann komm bitte zu mir. Ich freue mich, dass du da bist. Nimm Platz, falls du es brauchst, ein Getränk. Danke. Frei geht aufs Haus, das schaffen wir noch. Ralf Brostermann, danke. Du bist der erste Gast nach einer langen Pause hier im DIY-Studio zum neuen Staffelstart. Das finde ich schon mal sehr mutig und da freue ich mich sehr drüber. Ralf Brostermann in Zahlen. Ich habe dich gebeten, 5 Zahlen mitzubringen, an denen man ein bisschen deutlich machen könnte, wer du bist, beziehungsweise nach denen man dann sagen kann, jetzt kenne ich den Mann ein bisschen. Welche Zahlen wären das? Okay, das ist einmal die 64, weil ich 64 Jahre alt bin. Dann ist es die 47, weil ich 47 Jahre lang beim selben Arbeitgeber beschäftigt war. Das war wer? Das war die DRK, DRK Gesundheit. Okay. Dann 42 Jahre bin ich verheiratet mit meiner Frau, Carola. Dann die Zahl 4, weil ich 2 Kinder und 2 Schwiegerkinder habe. Okay. Und die Zahl 3, weil wir 3 Enkel haben. Gut, dann gibt es noch eine Jokerzahl, das wäre die 8. Und die wäre was? Die 8 wären die 8 Enkelkinder, die wir uns wünschen, aber da hätten wir wahrscheinlich selber mehr aktiv sein müssen. Du arbeitest auf deinen eigenen Fußballverein hin. Kann das sein? Also wenn ihr insgesamt dann spielt, dann könnt ihr... Das würde dann passen. Das würde passen. Damit sind wir aber auch im Jahr 1971, deiner Konfirmation, der wir jetzt 50 Jahre danach ja in der goldenen Konfirmationsfeier gedenken. 1971, das war folgendes. Die Sendung mit der Maus hatte Premiere. Die Stern-Kampagne ging durch die Presse. Wir haben abgetrieben. Borussia Mönchengladbach wird deutscher Meister. Frazier gewinnt im Boxen gegen Muhammad Ali. Und John Lennon veröffentlicht Imagine. Was war für dich das wichtigste Ereignis? John Lennon. Und warum? Ja, weil ich selber Musik mag. Ich mache auch selber Musik, spiele Gitarre und John Lennon finde ich sowieso toll. Auch die Beatles insgesamt finde ich toll. Das wäre für mich das wichtigste Ereignis gewesen. Oder ist es? Okay, wir sind im Jahre 1971. Es gab damals, es gibt heute einen Weg, um sich auf die Konfirmation vorzubereiten. Wie verlief die Zeit vor der Konfirmation? Erinnerst du dich daran? Ja, zunächst mal muss ich mal sagen, ich bin da gar nicht gefragt worden, ob ich hätte konfirmiert werden wollen, sondern das war einfach so, man kam mit 6 in die Schule und mit 13 ging man in den Konfirmationsunterricht. Das war so. Und die Zeit dahin, ja, das war schon, wir haben 2 Jahre den Unterricht daran teilgenommen, mussten sonntags in die Kirche, ich sag bewusst mussten, weil wir hatten ein Nachweisheft. Okay. Und das wurde wirklich immer abgezeichnet vom Pastor Riedesel. Und wenn man nicht da war, dann musste man schon Entschuldigung haben. Also das war nicht so ganz... So mit einer Farbe vielleicht oder mit einem Eindruck. Wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Ja, ich würde sagen, ich habe das einfach erstmal so über mich ergehen lassen. Weil, wie gesagt, gefragt hat mich niemand, ob ich das wirklich wollte. Naja, für jemanden, der 12, 13 Jahre alt ist, wenn er mit dem Konfirmationsunterricht beginnt, sind da viele Dinge auch gar nicht so richtig greifbar. Das war, ich sag mal, ja, es hat sich so automatisch ergeben, dass man das gemacht hat. Daran erkennt man auch den, der Grund, sich konfirmieren zu lassen, waren dann tatsächlich äußere Umstände, Sachzwänge, oder gab es da noch einen Kern, wo du sagst, nee, ich will das auch selbst? Nein, da muss man ganz ehrlich sein. Also die Entscheidung, die wurde einem ja gar nicht großartig überlassen. Ich habe mich da auch nicht bewusst für entschieden, sondern es war einfach so, man war dran. Man war dran, so wie man in die Schule musste, was ich gerade gesagt habe. So ging man dann in den Konfirmationsunterricht. Niemand hat gefragt, ob man das wollte. Man hat es gemacht, alle anderen haben es ja auch getan. Okay. Hast du noch Erinnerungen an deinen Konfirmationstag, beziehungsweise auch an den Tag danach? Wie war das? Wie hast du das erlebt? Ja. Also mein Konfirmationstag war ein bisschen dadurch geprägt, dass meine Oma immer gesagt hat, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Der Ernst des Lebens
Ich wusste gar nicht, was meinst du damit, der Ernst des Lebens? Ich hatte den schon jeden Tag morgens von 8 bis 13 Uhr in der Schule. Jetzt noch jetzt ernster kommt, wird, dann jetzt wird es noch ernster. Ja. Und ja, das war schon, das hat mich so ein bisschen geprägt. Und ich bin an dem Tag, das weiß ich noch ganz genau, ich war wahnsinnig aufgeregt, ich war wahnsinnig nervös. Gab es dann noch im Gottesdienst auch so eine Probe oder sowas, wo man dann was aufsagen musste, oder gab es das vorher? Das gab es vorher. Also es gab einen richtigen Test oder eine Probe oder eine Prüfung und allem drum und dran, ne? Es gab eine Prüfung, einen Prüfungstag, der vorher war, und dann war der eigentliche Konfirmationssonntag. Und wie gesagt, ich war völlig aufgeregt und hatte immer Omas Worte in den Ohren. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, und ja, das hat mich dann wahrscheinlich alles so beeindruckt. Dann ist man in die Kirche reingekommen, alles schwarz gekleidet. Eigentlich nichts Freundliches, beängstigend. Ich hatte das Gefühl, ich bin das erste Mal auf einer Beerdigung, ganz ehrlich. Das hat dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, die Hälfte des Gottesdienstes geweint habe. Also es hat ernsthaft? Mich, ja, ernsthaft. Das hat mich so ergriffen. Omas Worte, diese ganzen dunkel gekleideten Menschen. Das war mir natürlich fürchterlich peinlich. Also man hatte eher so eine Ahnung, da wird gerade meine Jugend zu Grabe getragen. Naja, so in etwa. So in dieser. Ich habe Bilder aus 1971 gesehen, da habe ich also die Mädchen in ihrer Kleidung wahrgenommen, wo ich so heute sagen würde, also in der Kleidung wird man die nicht in die Schule, geschweige denn auf die Straße schicken. Die Röcke waren relativ kurz, weiß und durchsichtig transparent, da wo man so heute sagen würde, meine Güte nochmal, Hut ab. Waren die nicht wenigstens Lichtblick im Konfirmationsgottesdienst dann? Also ich weiß nicht, man muss sich das auch so vorstellen, 1971 waren Kinder von 13, 14 Jahren mit Sicherheit nicht so weit, wie sie es heute sind. Und ich sage immer so scherzhaft, ich glaube, ich wusste erst ein Jahr vorher, dass es Menschen zweierlei Geschlechts gibt, so in etwa. Das ist natürlich jetzt übertrieben. Besser spät als nie. Ja. Man muss mal es entdecken. Das genau. Und heute sind wir ja schon bei mehrerlei Geschlechts. Also da kommen wir ja, da kommen wir gar nicht mehr mit aus heutzutage. So, das meine ich gar nicht despektierlich, so das muss ich dazu sagen. Nein. Ansonsten der weitere Verlauf des Tages, das war schön. Meine Familie war da, meine Patentanten, alle waren da, Großeltern. Und das war schon dann eigentlich ein schöner Tag. Aber wie gesagt, die Zeit in der Kirche, das war schon... Also man hatte nicht den, nein, du hattest nicht den Eindruck, du wirst ja jetzt von Gott ergriffen, der Glaube hätte irgendeine Bedeutung oder Relevanz, oder das kriegt jetzt irgendwie eine Wichtigkeit für dich im Leben, was da jetzt auch verkündigt, gelebt, gefeiert, gestaltet wurde. Absolut nicht. Aber du hattest den Tag danach frei? Den Tag danach hatte ich frei, das war das Schöne daran, ja. Frank erzählte, das gäbe es immer noch heutzutage, dass man einen Tag danach frei hat, das ist so, zumindest in Bielefeld? In Bielefeld war das vor 3 Jahren noch so. In Bielefeld, naja gut, okay, in Bielefeld. Ja, das war schön, am Tag danach hatte man frei, und am Tag danach kam ja dann noch die Nachbarschaft zu Besuch. Das war früher übrigens auch so, dass man sich dann immer noch mit den Nachbarn getroffen hat, weil die Nachbarn ja auch alle was geschenkt haben. Okay, und muss es dann Dankeskarten schreiben auch? Ja, ne? Ja, man musste sich erstmal ganz artig persönlich bedanken bei allen Leuten. Und ja, die meisten Geschenke, da hat sich, glaube ich, meine Mutter drüber gefreut. Und der Felix Geldmacher, weil ich habe 8 oder 9 Azaleen geschenkt bekommen. Wunderbar. Das war natürlich toll für einen 13-, 14-jährigen Jungen. Azaleen, ja. Das ist der Traum ist der eines Traum. Jungen. Ich wollte, ja, Azaleen. Sehr gut, in manchen steckt hier ein 5 D-Mark schon. Ach so! Das war ja wieder schön. Das wäre natürlich schön, wenn man die jetzt einpflanzen könnte, und dann würden auch die 5 D-Mark-Sterne da wachsen. Du bist aber danach auch mal mit größerer Nähe, mal mit größerer Distanz, aber wie auch immer, Gemeinde und Glauben nicht ganz entflohen, sondern du hast Beziehungen, Gestaltungsformen gefunden, Glauben und Gemeinde kennenzulernen und dem auch verbunden zu bleiben. Mhm. Wie waren die Jahre danach? Also sagen wir mal die letzten 50. Die letzten 50, das ist natürlich ein langer Zeitraum. Also ich würde das mal so ein bisschen als Auf und Ab bezeichnen. Mal war die Bindung stärker, mal war sie schwächer. Unmittelbar nach der Konfirmation, würde ich sagen, hat sie dann rapide abgenommen. Das war aber nicht nur bei mir so. Ich glaube, das war bei all denjenigen, die mit mir konfirmiert worden sind. Was aber auch ein bisschen daran lag, dass die Kirche einfach zu dem Zeitpunkt noch keineswegs offen war für junge Menschen. Wir haben, erstmal musste man früh aufstehen, so, das war ja schon mal Käse. Ja, dann hast du 300 Jahre alte Lieder gesungen. Du hattest das Gefühl, dass die Menschen, die um dich rum sind, alle mindestens 60 Jahre älter sind. Also bist du dann auch da nicht mehr hingegangen. Hast dich ein bisschen entfernt. Es gab andere Berührungspunkte, die waren noch da, wie zum Beispiel Lesö, die Freizeiten, die Kirchenfreizeiten auf Lesö, oder das Freitagsabendstreffen im Stephanushaus in der Schellingstraße. Das war da. Aber dann, muss ich sagen, ist der Kontakt schon so ein bisschen abgerissen und ist erst wieder neu entstanden, als dann meine Kinder geboren
wurden und ich dann einige Jahre im Kindergottesdienst-Team mitgearbeitet habe, da ist man wieder näher rangerückt. Wie denkst du denn heute über diesen ganzen Weg, dieses Gemisch aus dunklen, schwarzen, zu Grabe getragenen Jugenderinnerungen und trotzdem aber auch die Erfahrung, dass Glaube und Kirche eine Bedeutung für mein Leben und das Leben meiner Familie haben kann? Wie gehst du damit heute um? Also ich glaube erstmal, dass Ernsthaftigkeit und Fröhlichkeit sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Man kann nicht sagen, wenn wir das heute fröhlicher gestalten, ist der ernsthafte Hintergrund nicht mehr da. So würde ich das nicht sehen. Damals hatte ich das Gefühl, da war keine Fröhlichkeit. Und das habe ich damals vermisst und ich glaube, dass wir das aber heute ja völlig anders machen. Auch meine Kinder, muss ich ehrlicherweise zugeben, sind auch konfirmiert worden, weil sie dran waren. Mhm. Sage ich ehrlich, sie waren dran. Die haben sich nicht bewusst dafür oder dagegen entschieden. Sie waren eigentlich auch dran, wie man das so schön sagt. Ich würde das heute anders machen. Ich würde meinen Kindern das heute freistellen. Ich würde sie wirklich fragen, ob sie es wollen. Und würde es nicht vorgeben und würde es sie halt eben frei entscheiden lassen. Auf den Punkt gebracht, was ist so die Quintessenz christlichen Glaubens in seiner Relevanz, in seiner Bedeutung für das alltägliche Leben? Was ist davon noch wichtig heute für dich? Also für mich ist wichtig, eine Zufriedenheit zu haben, und ich bin persönlich zufrieden, eine Dankbarkeit. Also ich finde, man muss, ja, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich bin Gott wirklich jeden Tag dankbar für den Tag, den ich gestern erlebt habe und bitte ihn auch darum, für den heutigen Tag oder den, der vor mir liegt, bei mir zu sein, um mich so durch den Tag zu begleiten. Du hast bei einer Krankenversicherung gearbeitet. Wir haben eine Pandemie hinter uns, sind mittendrin, wissen nicht ganz genau, wohin sich das alles noch entwickelt. Ja. Hat Glaube für dich eine Relevanz in solchen herausfordernden Zeiten? Ja, das hat er. Und auf jeden Fall. Das ist aber nicht erst durch die Pandemie entstanden, sondern ich habe ja auch so ein bisschen oder arbeite ehrenamtlich mit dem Kinderhospizdienst. Und da gibt mir der Glaube auch immer wieder in den Situationen, die wirklich schwierig sind, für die Familien schwierig sind, gibt er mir schon die Kraft. Der gibt mir die Kraft, daran zu glauben, dass es noch etwas anderes gibt, dass es weitergeht und dass auch die Familien darauf vertrauen können. Lieber Ralf, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich hoffe, dass unser Gespräch auch andere ins Nachdenken bringt über ihre eigene Konfirmation, über ihren eigenen Glauben, über ihren eigenen Lebensweg, ihre eigene Geschichte mit Gott, Glaube und Gemeinde. Ich danke dir. Ja, danke. Das war's dann nämlich auch schon. Bleibt wach und aufmerksam, passt auf euch auf, Gott tut es auch. Dies ist DIY Believe It Yourself, klug ist, wer selber glaubt. Mein Name ist Dirk Schucklert, das ist Ralf Prostermann. Wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo, irgendwann, irgendwie wiedersehen. Denkt dran, klug ist, wer selber glaubt. Tschüss.